Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Einschalter, bis das Licht angeht. Das Nipro-Logo erscheint, gefolgt vom Surdial X-Bildschirm. Die verwendete Softwareversion wird unten rechts angezeigt. Wählen Sie Behandlungsmodus, um den Test zu starten und die Maschine aufzubauen. Schließen Sie ein Säurekonzentrat über den Ansaugstab oder eine zentrale Versorgung an. Öffnen Sie den Bicarbonat-Kartuschenhalter und setzen Sie die NitroCard ein. Schlauchsystemtyp, Lotnummer und andere Informationen finden Sie auf der Verpackung. Öffnen Sie die Verpackung an der Markierung und entnehmen Sie das Schlauchsystem. Das Schlauchsystem besteht aus einer arteriellen und einer venösen Leitung sowie einer sterilen Kappe. Überprüfen Sie das Schlauchsystem, um sicherzustellen, dass es verwendet werden kann. Überprüfen Sie Kappen und Verbindungen, damit sie nicht lose sind. Dieses Schlauchsystem kann mit Kochsalzlösung oder mit der Dialysat-Infusionsfunktion gespült werden. Platzieren Sie den Dialysator in der Dialysatorhalterung. Legen Sie das arterielle Pumpensegment mit der unteren Seite zuerst ein und drücken Sie oben gegen den Clip, bis Sie das Einrasten spüren und einen Ton hören. Auf dem Bildschirm sehen Sie nun das Gerät, aufgebaut mit einem Standardschlauchsystem. Verwenden Sie die Schlauchhalterung für die Leitung, die zum Dialysator führt. Führen Sie die arterielle Leitung spannungsfrei durch alle Schlauchhalterungen. Verbinden Sie die Druckleitungen und führen Sie die Leitung durch den BVM-Sensor und die arterielle Klemme. Vergewissern Sie sich, dass die Tür der BVM-Kammer vollständig geschlossen ist, damit während der Behandlung korrekte Messwerte ermittelt werden können. Verbinden Sie die arterielle Leitung mit dem Kochsalzbeutel. Verbinden Sie jetzt den arteriellen Anschluss mit dem Dialysator. Platzieren Sie die venöse Kammer in Ihrer Halterung. Führen Sie die Leitung durch die venöse Klemme und schließen Sie die Tür. Verwenden Sie die Schlauchhalterung für die Leitung, die zum Dialysator führt, und schließen Sie die venöse Druckleitung an. Ziehen und drehen Sie die Abdeckung des Ablaufports, um diesen zu öffnen, und verbinden Sie die venöse Leitung. Entfernen Sie die Überlaufleitung und verschließen Sie den Port mit einer sterilen Kappe. Wird Heparin verwendet, verbinden Sie eine Spritze mit der Heparinleitung und legen Sie sie in die Heparinpumpe ein. Drücken Sie einfach den Förderkopf, um diesen zu bewegen, und sichern Sie dann die Spritze mit dem Spritzenhalter. Verbinden Sie die venöse Leitung mit dem Dialysator. Wenn das Gerät zum Spülen bereit ist, beginnt die gelbe LED zu blinken und der Anwender wird gebeten, die Dialysatkupplungen am Dialysator anzubringen. Bevor Sie die Dialysatseite füllen, folgen Sie den Anweisungen und drehen Sie den Dialysator so, dass die blaue Seite unten ist, und schließen Sie die Dialysatkupplungen an. Haben Sie die Dialysatkupplungen angebracht, folgen Sie den Anweisungen und drücken Sie OK, um die Dialysatseite zu füllen. Haben Sie die Dialysatseite gefüllt, drehen Sie den Dialysator mit der blauen Seite nach oben, um die Blutseite zu füllen. Drücken Sie auf Priming. Kochsalzlösung wurde vom Gerät bereits vorausgewählt und das Gerät beginnt automatisch mit dem Spülen, sobald die Nachricht auf dem Bildschirm bestätigt worden ist. Öffnen Sie den Kochsalzbeutel. Das Schlauchsystem wird mit der voreingestellten Blutpumpengeschwindigkeit gefüllt. Die venöse Klemme wird sich öffnen und schließen, um Luft aus dem Dialysator zu entfernen. Die letzten 50 ml des Spülvolumens verwendet die Surdial X dazu, den Spiegel in der venösen Kammer zu setzen. Dann wird die Blutpumpe gestoppt. Die Maschine ist nun für die Behandlung bereit. Um die Maschine kreisen zu lassen, drücken Sie Zirkulation und wechseln Sie, wenn nötig, den Kochsalzbeutel. Dann verbinden Sie die venöse Leitung ebenfalls mit dem Kochsalzbeutel. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Zirkulation erneut.